Wer stirbt schon gerne unter Palmen? Liebe, Abenteuer und Verbrechen in einem Paradies, das zur Hölle wird. Es hat sich herausgestellt, dass Ihr Mann nicht verunglückte. Er wurde ermordet. Ermordet? Klären Sie mal einen Mord auf, wenn Eingeborene im Spiel sind. Sagen Sie was. Los, ich weiß, Sie leben. Sie sind zäher wie eine Ratte. Bleib stehen, Söhle. Ich warne dich. Einer der spannendsten Romane unserer Zeit, der Weltbestseller von Heinz G. Konsalik, wird zum faszinierenden Actionfilm von internationalem Format. Wer hätte auch gedacht, dass Jules Pinault sich ein solches Juwel aus Europa mitbringt? Lass mich los! Du widerst mich an! Jedenfalls hatte er keine Lust, es darauf ankommen zu lassen. Sie meinen auf einen Mord? Was weiß ich, wozu eine Frau in so einer Situation fähig ist. Schluss jetzt! Ich warne Sie. Hilfe! Wer stirbt schon gerne unter Palmen? Unter dem heißen Himmel Ozeaniens, im exotischen Inselparadies Ceylon, drehte Alfred Vohrer diesen erregenden Abenteuerfilm. Eine Frau zwischen zwei Männern, in einem Sturm der Leidenschaft. Sie kämpfen für ihre Liebe, sie leben für ihren Hass. Sag mal, du hast wohl einen Sprung in der Linse. Dazwischen habe ich doch keinen Sonnenbrand. Lindy, wir haben Sturmwarnung. Zieh deine Schwimmweste an. Na, endlich passiert mal was. Oh, das Wetter ist ja irre. Wir sind in Seenot. Segel ja Dracula, gibt SOS. Oh. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Betty! Sie sollen sich nicht stecken! Ich komme! Mit Hannes Messemer und Sieghard Rupp. Ich weiß nicht. Ich dachte, der will mich umbringen. Im Brennpunkt des dramatischen Geschehens, Glauco Onorato, Thomas Hunter. Dass Sie der liebe Gott sind, schießen Sie doch. Los, Mensch, drücken Sie ab. Oder haben Sie die Hosen voll? Maria Gudi. Für Sie ist alles, was ich sage, Lüge. Sie wollen doch immer nur das glauben, was Sie glauben wollen. Nehmen Sie schon mal Abschied von Ihrer Süßen. Werner! Um Gottes Willen, Werner! Ich kann nicht sehen. Du hast es für mich getan. Dabei weißt du nicht mal, ob ich eine Mörderin bin. Oh, ist das denn auch wichtig? Der große Konsalik-Bestseller von Millionen Lesern verschlungen, jetzt als aufwendiger, fesselnder Abenteuerfilm, der keine Wünsche offen lässt. Ein großer, moderner Actionfilm, den nur das Kino bieten kann.